Ja, ist wurscht, wir sind wieder back. Heute das legendäre Buch Maxi Hellgren. Taxis ist schon legendär, obwohl es nicht einmal noch einmal war. Was sagst du da dazu? Die letzten Tage waren legendär, ja. Ja. Regen, 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 oder? Obland, Steuerhang, noch kein Regen gesehen. Ja. Der Rest ist eigentlich aufgewachsen. Ja, es waren 50 mm Regentags, gell? 80 insgesamt. Wir sind aber trotzdem hart geblieben und haben gesagt, wir machen es trotzdem, gell? Sicher. Ja. Soll ich die Leute mal in Stachen sagen? You just wanna go where the rhythm is. We in the crowd uninhibited. You can't lay low, so follow me, I obey. So I'll probably wake up holding my head. But I know what I get. So showstopper, go knock on my house. Du sagst gerade Herr Bulterer, ein wichtiger Feld heute, gell? Ohne Feld, ja. Wer ist das? Ja. Das wirst du wissen. Dein schärfster Konkurrent. Wir wissen es alle. Sag mal halt einmal, dein schärfster Konkurrent, ja? Ja, ja, ich mache mir bei euch auch nicht weniger Sorgen, ehrlich gesagt, dass das heute schnell sein wird. Ja. Ich bin gespannt. Eben, was sind deine Einschätzungen? Gell? Schwer zum Sagen, im Moment. Sehr tief verbauen. Und steil haben wir jetzt für die Steilheit. Sollte für die meisten machbar sein. Okay. Sag ich einmal, glaube ich schon. Was sagst du da, oder? Technisch ist es ein Griff hergehen. Ja, technisch ist es eine eigene Sache. Es ist, glaube ich, relativ schwierig beim Fahren. Und dann hat man schon gekriegt. Und da die Kurven da einer. Sprung. Nein, vorbei. Schlüsselfeder. Die Kurven da, gell? Ich bleib standen. Das ist eh nur ein Ding. Das Training ist noch auf der Plane. Nachher tun wir es eh weg. Ja, mal aufgezählt, dass wir sehen, wo die Fahrer liegen bleiben. Genau, runterrutschen. Dann bist du gestern schon mal vorbeizahlen, gell? Ja. Und da ist dann das grande Finale. Es wird spannend, let's go. Grüße. Mama, was sagst du, was sind deine Einschätzungen? Wer gewinnt das heute? Der Ribbens. 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 Was sind deine Einschätzungen? War noch nie dabei, keine Zone. Okay. Weiß ich nicht. Du musst dich für einen entscheiden. Kann ich jetzt sagen, ich glaube, der Maurer Rude gewinnt. Maurer Rude? Maurer Rude. Grüß dich. Servus. Grüß dich, Gott. Grüß dich. Wie geht's? Die Herren drei, alle gut geschlafen? Ich klar. Du auch? Ja. Ich hab wieder mal fortgegangen. Nicht? Nein. Was? Nehmt das jetzt schon so ernst? Wir nehmen es voll ernst. Ja. Das passt, ja. So lange wir das. Team Oberösterreich. Ja. Heute gehen wir. Team Schache, ne? Ja. Genau. So, Wahnsinn. Ha? Da stehen die Geräte drin. Alter Vater, hä? Nicht schlecht. Okay, Burschen, ich habe leider ein bisschen vergessen zum Filmen. Der erste Rennlauf ist schon passiert. Die Kamera habe ich leider nicht auftragen gehabt. Also, wir sind erster nach dem ersten Rennlauf. 6 Zehntel vor dem Ewald und dann kommt das schon der Dax und Šišek. Und ja, zweiten Rennlauf nehme ich euch jetzt mit. Das ist Oberseis. Das ist gut, oder? Ja, da weiß er. Die Brache alles, oder? Ja, das ist so. Weißt du, wenn du der B hast, bist du schnell oben dann. Erst ich springe ja oben durch, ich springe auf dem Weg auf. Ja. Ne? Richard! Jetzt geht sie mit Ach und Krach aus, so muss ich aber so anheben. Fuck, ich verdobelt. Das war schnell, Alter.
so der Achsel so oben. Riven, schaffst du da wieder die Bestzeit? Was ist drin? Möglich ist alles, ich kann es nicht sagen. Die Gegner sind stark. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute. Am vierten Platz geht es jetzt der dritte aus. Schauen wir mal. Vollgas, oder? Ja. Jawohl, Dax, du dritter Platz. Hä? Kannst du den verteidigen gegen einen Žižek? Ja, wir zwei werden es jetzt nachher in die Finalläufe einmal geben, würde ich sagen. Das wird sicher mega spannend. Ich bringe keinen an hier. Jason King und herzlich willkommen hier beim ersten Buch Maxi Hell Climb. Es wird jetzt spannend, es geht weiter mit den K.O.-Duellen. Gleich als erster Starter, The Real Revenge vs. Bambana 46. Ich bin schon gespannt, wer sich durchsetzt. Es wird spannend. Revenge Sketcher, holle oben! Super, hä? Bis weiter runter, gell? Ja, blöden Fehler kommt. Ja. Rente grad? Servus, Ruhe, du bist der Weltmeister. Bist der Weltmeister? Nein, nein, schauen wir mal. Bis bald, Mann. Der Großfahrer müssen. Ja, ist schon zu spät, leider. Switch.
Finale, Halbfinale, du gegen Dax. Ja, wollen wir eigentlich vermeiden, so ein Duell, aber ergibt sich halt dann so. Ja, die Steirer treten auch gegeneinander an, also wir haben schon im Finale, ich hab's vorher schon gesagt, Niederösterreich gegen Steiermark. Ja, eigentlich das und wegen dem, was wir da sind. Das schaukelt sich eh schon immer weiter auf alles und cool, dass wir so ein Finale nachher kriegen, Niederösterreich gegen Steiermark. Macht sich euch zwei das jetzt aus oder kämpft ihr einfach beide drum, du und der Dax, wer ins Finale kommt? Ja, ich würde sagen, jeder gibt sein Bestes und dann sieht man es eh, ja, was passiert. Perfekt, alles Gute, gell? Bereit dich vor. Eben da. Gernot, was ist der Taktik für Völkfinale? Das, gell, ich muss haben, ich sag das. Jawohl, der Gernot muss ins Zelt treten, oder? Er gibt Vollgas. Lang war es meine Zeit? Ja, vor jedem Jahr, du gehst. Ich habe jetzt 16,8 oder was gehabt. Okay. Das ist ein Kampf. Ja, die haben keine 20 nicht gehabt, glaube ich. Jawohl, so gehört sich das. Sehr geil, jawohl. Den Dax habe ich noch. Dax im Halbfinale, hast du das geschafft. Du gegen den besten Haberer erst. Wie geht das? Ja, jetzt sind wir für. Ja. Ja, das scheiß Helm. So geht's. Jetzt werden wir für 2 Minuten keiner Haberer sein. Jawohl, das sage ich auch. Das ist eine ordentliche Kampfansage hier. Drogen wir es gleich auf. Ende! Ende gelandet für den Dax! Somit hat sich der Marco Rebens-Rubi qualifiziert für das Finale! Jojojo, jetzt wieder euer Mr. Moped Jason King und es ist soweit. Die Fahrer sind schon da. Es gibt gute Neuigkeiten und zwar, der Dax hat seinen Motor umgebaut. Er hat es auch zusammengebracht. Das heißt, es gibt ein kleines Finale und ein großes Finale. Felix, wie war das jetzt? Ja, ich habe mal kurz überlebt. Schön aufgegeben, ich habe noch einen Motor daheim. Und ja. Kurze Gedenkpause, ein paar Sekunden, aber gut, ja, der kommt jetzt rein. Und ein großes Danke an jeden, der mir jetzt geholfen hat, umbauen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, ich wünsche mir jetzt ein spannendes Finale. Sehr geil, das heißt Felix gegen Zizek, gegen Gernot, im kleinen Finale um Platz 3 und dann im großen Finale die zwei schnellsten da. Und zwar der Rivens und der Ewald. Ja, jetzt will ich die Springer sein. Die wissen da drüben schon, wie weit du springst, gell? Ohne anderen Springer auf der Tobi. Sehr spannend werden. Was sagen die Oberösterreicher? Wie hast du dich durchgesetzt? Einen halben Meter ist das eh gegangen. Mm-hmm.
Weltruhe durch. Ah, ja. Super ja. Zeit! Unter 20, 19, 1. Boah, das wird aber knapp, gell? Alle gut mit dabei! Ich hab mir mal eh nix drinnen. Ich nehme dann da viele Weltstrom ein bisschen Marco, wie war's? Boah, ich hab's euch jetzt gar nicht geglaubt, weil da unten eigentlich überhaupt keinen Grip nicht erwischt hab. Aber das ist dafür, wie das da herum wieder nicht so schlecht erwischt. Also, du bist ja ganz schön gesprungen da, wie hat sich das angefühlt? Über den Wolken habe ich mich gefühlt. Sehr geil, ja. Und auf den zweiten Platz knapp, ganz knapp vorne geschlagen. Ewald Holzer, wie war's für dich? Ja, ziemlich wenig über den Marco. Ich hab da einen Oberbeste und Rutsche gehabt und hab keinen Sprung gemeinsam gebracht. Wenn die Geschwindigkeit dann aufkommt, immer, dass ich auf den Weg gesprungen bin, ist aber die Zeit raus. Jawohl, ja, das war das erste Buch Maxi Hellclimb, präsentiert von den Mofa-Werk Riders. Ein großer Applaus für den Gewinner und für den Zweitplatzierten! Runden schneller, als okay. Wir, wenn ich gesprungen bin, die Runde vorher. Zwei Steine verstocken. Ja. So, jetzt geben wir noch mal Gas, weil jetzt sitzt er wirklich schon wie auf Nullen. Er hat das kleine Finale. Oder sind noch gut. Und zwar den dritten Platz geht an den Gernot Žižek. Eine Urkunde in der Gesamtwertung und eine Bronzemedaille in Gold. Gratuliere! Einmal so, aber der Teamchef von Team Steiermark hat es trotz, weil der Top-Favorit von einer nicht da war, er hat es gut gemacht und hat den zweiten Platz geholt. Gratulation, Ewald Holzer! Deine Silbermedaille in Gold. Wenn er wieder mal seit Jahren ganz oben steht. Er hat alles gegeben, er hat die Tagesbestzeit von 14 Sekunden auch noch im Vorlauf aufgestellt. So schnell war keiner. Und dann im Finale, ich glaube um 3 Zehntel, war er sogar noch einer schneller, es war eine knappe Geschichte. Gratulation an Marco, the real women's Krumi! Gratulation, deine Urkunde, deine Goldmedaille in Gold. Und ich überreiche dir vom ersten Buch
Maxi Hellclimb den Tagespokal! Oh!